Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Chaosbau mitten im Dschungel mit dem Fleischhammer. Hallo. Machst du hier so eine Schnecke? Ich mach jetzt hier eine Schnecke auch. Genau hier. Aber langt das vom Abstand? Du brauchst 6 Abstand, oder? Brauch ich 6 Abstand? Du brauchst mehr, oder? Ich glaub nicht. Doch, ich brauch nur 6. Doch, 6 Abstand brauchst du, definitiv. I know that. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, müsste so sein. Und dann nebeneinander, ja? Ja, so, ne? Machst du den direkt nebeneinander? Ich. So. Nee, mit Abstand, ne? Einen, ne? Also so in so einen Klick. So. Probieren wir es einfach, warte. Du gehst daran, ja, ist richtig. Dann musst du eins. Warte, Moment, du musst eins. Ich kann schon eins höher, ja. Na, oder nee, kannst du mal einen gerade gehen. Komm, geht schon. So, jetzt. Nee, steiler, oder? Ist steiler so wird klein? Nicht. Na gut, dann. Nicht, dass das was wird. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Ja, da müssen wir. Deswegen sage ich 6 Abstand, dann muss es gehen. Dann müsstest du steiler können. Moment. Nee, das, dann ist bestimmt der Abstand nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, 6 Abstand. Warte mal, lass mal probieren. Machen wir mal einen Test. Moment. Lass aufgebaut, so wie das heißt. Oder wir sind auf Position 6 und brauchen aber 6 Abstand. Bau das nur kurz ab. Ja, genau. Das ist es. Alles klar. Ich würde dann aber gleich hier vorne noch schon ins Höher gehen. Jo. Gleich. Macht Sinn. Jo. Du hast jetzt ein so ein Ding schon gebaut, ne? 5 habe ich oben gesetzt. Wie viel braucht einer? Guck mal. Komm ich da schnell hoch? Hm. Ja. Du könntest hier die Dinger hochsetzen. Das war eh. Achso, ja, stimmt. Wir können die. Ich habe auch keinen Beton mehr. Ich setze die eh hoch hier schon mal. Das Band macht irgendwie so einen fiesen Knick. Achso, weil das ja. Ja, dann setze ich Förderbänder. Dann nebendran noch. Ihn halt irgendwo in den Wald gesetzt. Das möchte schon nix. So. Wo ist denn? Da, oder? Leer. Hört man das zu steil? Dann ist so, oder? Ja. Ich muss Metallplatten holen. Was brauchst du noch? Zement? Zement, ja. Und noch irgendwann? Ein Snickers und ein Sixerbacks. hier ist ja ein See. Wie komme ich jetzt hier bitte wieder raus? Ufer. In den gibt's nichts Ufer, Felsspalte. Bist du nach unten geflogen? Ja, ja. Ja, einmal rumlaufen. Längere. Ich komme nicht raus. Ich bin in einer Felsspalte, wo ich nicht rauskomme, Digi. Naja. Ich kann nämlich auch nicht befreien, weil ich jetzt unter Wasser bin und komme nicht nach oben, weil ich nicht schwimmen kann. Ich meine, ich frage mich jetzt nicht. Könntest du mal zu mir kommen? Bitte. Ich kann mich auch kennen, aber was soll ich denn dir helfen? Bitte? Ja, du musst mir müsst mich hier rausbringen. Ah ja, okay, ja. Zum Beispiel okay. Von oben eine Leiter hier reinpacken. Ich bin gefangen. Okay. Ich freue mich. Bitte. Ja, ich bin unterwegs, klar. Hat da auch ein großes Fabrikchen. Nicht? So, bin auf dem Weg. Ich laufe. Befreie mich, du Sack. Okay, ich lass mir Zeit. Okay. Oh, das ist schon Engelsstimmchen. Ja, so mal. Das ist so mal für mich. Willst du? Ja, mach. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Da müssen wir ein bisschen Harmonizer rein. Moment. I believe I can fly.
Nee, ist nicht wie gut. Bist du denn hier reingekommen? Okay, ich lasse das jetzt. Kannst du mich bitte... Ja, ich bin oh ja, da. Warte. Kannst du eine Leiter nach unten setzen? Ja, weil ich kann leider überhaupt nichts bauen. Gucke. Oh, geil. Das langt. Wobei, für den Gesang, für die Gesangsanlage... So, jetzt mach lieber zu da. Am besten auch die Ecke hinten. Ich verstehe so. Gar nicht, dass du die Ecke gefunden hast. Ey. Ja. Ecken suchen. Ich bin wie so ein Strüffelschwein, verstehst du? Ja, ich hab was gewonnen hier. Wasser. So, warte mal, wir müssen nochmal um eins um die Ecke. Genau, da bin ich mich eins zurück. Da war ich nämlich dabei. Aber mein Gesang hat's rausgerissen. Absolut. Kommt bestimmt irgendwie so der nächste Produzent auf dich zu sagen, und sagt, geil. Naturtalent. Deine Autotune haben schon schlimmere YouTuber Lieder gemacht. Dich produziere ich. Jetzt sind links das klingt auch gar nicht nach Autotune, diese Stimme. Kommst du da raus jetzt? Reicht jetzt schon? Oder muss ich nochmal... Naja, warte mal. Ich kann so, ups. Und so. Jetzt bin ich oben. Oh Gott, hier kommen sie in die Stinkepflanzen. Und die sind hochaggressiv. Höchst. Höchst. Höchst aggressiv. Wo willst du denn hin? Achso. Ja, es ist leider, der Winkel stimmt halt nicht. Können wir. Oh, hier stinkt's. Und die Pflanzen. Oh, ha, ha. Ich bin wieder unten. Warte mal. Puh, kann man hier eigentlich ranspringen? Kann man. Pass auf, da oben ist Gas. Okay. Sind ich hier zumindest hier ein A? So, jetzt. Ach so. Kriegst du eine Kurve gesetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Du musst ja unter mir setzen, ne? Ja, warte mal, ich probier's. Ich glaube, hier kann ich sie hinsetzen, ja. Ja, aber perfekt. Ich glaube jetzt gerade kann die Dinger nicht mehr basteln. Ach so. Ich auch nicht, weil ich keinen Beton mehr habe. Hm, wo bist du denn? Unter dir. Unten. Hm. Hast du noch Beton? Nee. Ja, Beton halt, ja. Drop it mal. Probier mal. Ja, ach komm, wir treffen mal einen Scheiß drauf. Ja. Okay. Machen wir einfach hier 200. Danke. So, dann muss ich nur gut. Mal irgendwie... Achso, da komm ich gar nicht ran so hoch. Das ist ein ganz schöner Höhenunterschied, ne? Ja. Der nimmt Rohöl. Das ist immer gut. Zack. Zack, raus damit. So, jetzt muss ich hier auch Rohöl rein. Und das? Das ich brauch. Noch eins höher. Kannst du von unten auf der anderen Seite setzen? Nee, ich muss jetzt erstmal kurz hier Stangen holen. Freund. Okay. Du brauchst wahrscheinlich auch bald Stangen, oder? Guck mal auf die Stangenproduktionsliste. Hast du welche? Hm. Gott, ich hab's mir gedacht. Nein, nein, oh Gott, aua, ah, oh Gott, warte, jetzt. Okay. Okay, ich muss nochmal nach oben. So, nee, es wird so nix. Ich müsste dahin. Kann ich? Ja, es müsste gehen. Okay, ich glaube, jetzt bin ich erstmal gut. Gut. Alter, das ist aber schon, also mittlerweile ist das schon eine ziemliche Base. Also es ist schon ein ganz schönes Konstrukt. So, das müsste doch jetzt reichen bis da hoch. Kannst du jetzt mal gucken, wie viel die pro Minute brauchen? Ich gehe jetzt nach oben, wenn ich nicht vergast werde durch diese komischen Pflanzen. Ne? Ach, mal, kann man leider auch nicht töten. Boink. Nein, oh, ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Ich lebe. Kurzfristig. Eben. So. Zapfe ich hier jetzt einfach ab. Ja. Einen Abzapfer nutzen. Der reicht doch. Hier, der. Einmal einen Abzapfer. Nee, man kann nicht, man kann dieser, von dieser... Ah ja, das sind echt meine Lieblingstöne.
Man kann hier von dieser Leiter nicht abspringen. Wenn du auf der Leiter hängst, kriegst du, kommst, springst du nicht hoch. Okay. Ah, so. Ich habe mich beschleunigen lassen. So. Die, das steht nicht da, was sie brauchen. Weil sie nicht in Betrieb sind. Na gut. Wahrscheinlich muss ich erstmal Strom hier hochführen. Ah, da ist Strom. Geil. Das müsste ich hinkriegen. Warte mal, kann ich ja. Ungültiges Ziel. Ich hab schon. Strom ist oben. Alles klar. Ja, ja. Gut, also rein theoretisch ist die Brennstoffproduktion da. Hi, na, Pflanze, stink mal nicht rum. Ist gleich wieder down? Warte, muss mal. Ja, ist gleich wieder down. Ich habe 5 Brennstoffzellen in der Tasche, dann könnten wir. Oder Brennstoff. Ja, warte, ich mach kurz. Können wir die benutzen? Den. Wir haben 5 Stück, ne? 1, das ist der 2. Denn da noch durch? So kommt der noch gar nicht oben an, das alles. Sehe ich gerade. Hä, wie viel habe ich denn gesetzt? 2, 3, 4. Nein. Oh. Moment, wie viel Brennstoff? Was? Bin mir gerade nicht sicher. Die haben alle keinen Strom. Moment, die sollen ja Strom produzieren. 1, 2, 3. Ich habe nur 4 gesetzt. Deswegen bin ich irritiert. Ich bin tot. Insert Fuel. Ja, Fuel in der Tasche. Steht nicht dabei. Jetzt habe ich wieder. Eigentlich habe ich wieder 3 Lebensbalken. Das ist gut. Das reicht genau für einen Sprung aus dieser Höhe. Ne, für 3. Oh, gut. Wir wissen nur eigentlich am da hochgekommen. Nur dadurch die. Über diese Dinger, ja. Mhm. Ja. Wo ist denn der Trick? Auf das Band, was nach oben führt, zu kommen. Dass du praktisch durch das Band hochbeschleunigt wirst. Ah ja. Oh. Juh. So, Insert Fuel mache ich jetzt mal. Moment, ja. Der braucht. Oh. Oha. Bin ich gleich wieder aus. Kommt da ein bisschen was an? So, wie wir brauchen. Stellt der her? Steht nicht da. Warum kommt nicht an? No power, Verdammt. Leer. Weil der nicht eingeschlossen ist oder was? Oh nein. Ja. So, jetzt aber der Weg nach hier oben ist jetzt gesetzt. Wenn nicht herstellt? Keine fucking Ist da kein Fuel bei dir oben angekommen? Nein, bisher nicht. Wobei, das könnte ich ja. Moment. Der ist noch nicht angeschlossen, oder? Doch, der ist. Ne, jetzt ist Strom aus. Das ist doch. Hab ich irgendwie klar. Klar, Strom angeschlossen. Hüpf. Moment, genau, da muss hoch. Genau, jetzt wirst du rübergeschossen, wenn du dann langläufst. Oi. Hast du Öl mitgebracht? Öl dabei, ja. Wieso produziert er auch nicht? Hast du nicht eingestellt? Ich weiß nicht, warum. Ich mach jetzt nochmal. Ja. Also ich pack hier. Verdammt. Den Scheiß weg, kann ich irgendwo wegschmeißen. Ah. Komm, drop it. Ja, hier, sortieren. Sortieren ist gut. Warte, ich hab's. Hab's. Da. Damit ich zumindest auf 2. Da passiert nichts da unten, Mann. Ich guck mir das nochmal an. Oh, das hat wehgetan. Ja. Was ist denn hier das Problem? Das ist No Power, aber ich habe ihn doch angeschlossen.
Bist du sicher? Habe ich nicht genug. Habe ich keine Kabel? Doch. Der ist angeschlossen. Der ist angeschlossen, ne? Ist die ganze Geschichte... Die ist doch... Ah, Mist. Was ist los? Wo? Wo ist hier noch so ein Strom? Moment, das... Ich hab doch hier was weggemacht. Jetzt funktioniert doch die... Ah. Naja, das war mein Fehler. Aber war noch nicht... Also der stellt 37,5 Sprit genau. pro Minute her. Braucht 60. Wie viel braucht denn einer oben? Geh mal gucken. Irgendwas sehe. How long it takes to craft? What? Production time? 5 Sekunden. Das steht nicht da. Verbrauch? Nee, Kapazität? Nee. Ich da. Hm. Aber auf jeden Fall gingen jetzt hier welche rein, noch bevor es leer war. Einmal. 15, 14. Nochmal welche rein. Ja. Das scheint zu klappen. Ja gut, wir können den einen, der gerade hier diese Plaste herstellt, den können wir nochmal kurzfristig umstellen. Dass der Sprit produziert und den zapfen wir ab und leiten's da oben drauf. Oder wir stellen noch einen da hin. Kein Platz. Doch, nach hinten raus. Mm, ja, mhm. Oh, wie braucht denn das Ding? Also hier kommen 5 Fässer oder was? Was macht der? Schwer zu sagen. Also der erste scheint voll zu laufen. Der erste scheint jetzt erst bei 24, aber gerade eben noch bei 15. Jetzt ist er bei 27. Ich komm mal hoch und guck mir das mal an. Und jetzt der andere ist bei 15, war vorher bei 5, meine ich, irgendwie so. Der geht aber immer nur an. Gut. Geht wieder an. Verbraucht ein, ist wieder aus. Aber er läuft ja. Er läuft. Er läuft weiter, der ist aus. Das reicht nicht. Wir müssen noch einen machen. Wie ist der jetzt? 32. Gut, der könnte. Also über Zeit könnte es reichen. Weil der hier voll läuft. Wenn der voll ist, dann geht er ja weiter. Hier weiter. Weißt du? Dann geht also der teilt die mal auf. Ja, dann gehen die kurz an und laufen wieder aus, weil nicht schnell genug nachkommt. Ja, obwohl, jetzt laufen sie doch alle. Die laufen alle, aber der Vorletzte geht gleich wieder aus. Jedenfalls. Na ja, gut, der hat jetzt gerade Strat gekriegt. Da muss doch irgendwo stehen, wie viel die Dinger fressen. So, der ist wieder aus. Guck, jetzt ist er aus. Jetzt kriegt er aber wieder ihn. Jetzt ist er wieder an. Aber der erste. Aber lass uns doch den zweiten, der gerade unten diesen Kunststoffhersteller was. Den Kunststoff brauchen wir doch gleich wahrscheinlich, oder was? Ja, wir können. Nicht. Wir können natürlich einfach noch einen herstellen, ne? Der noch Sprit macht. Ja. Das wäre jetzt meine Idee, ja. Aber willst du dann noch so einen Turm bauen? Eigentlich müssen wir da fusionieren da unten. Noch so einen Turm. Achso, ja, das wäre theoretisch kein Problem, das da hinzusenden wieder. Also ich hätte gesagt, dass wir hier unten, wo das jetzt der hier macht, der rechte macht zum Beispiel Plaster, der macht also im voll, Moment... Der macht gar nichts, ja. Ja, der macht gar nichts, genau. Aber langfristig ist halt doof, ne? Und das heißt, guck mal, wie viel Kunststoff noch oben geht. Wie sehr, sehr wenig, ne? Zu wenig. Du wenig. Aber da könnten wir den zweiten, der im Moment hier diese komischen schwarzen Matten macht, was immer das ist, Plastik oder was, den könnten wir zum Beispiel umstellen. Ja, hilft nicht. Also wir brauchen noch einen für Fuel und den stellen wir um auf Kunststoff. Richtig? So meinst du das? Ja, Partei? Genau. Ja. Einen für Fuel noch herstellen, der das hochleitet. Das können wir hier unten abzapfen. Hm. Kann ich den bauen? Wo willst du denn hier auf die grüne Wiese stellen, oder was? Unten, ja, genau. Irgendwie so. Könnt ihr noch einen bauen? Hab ich noch Beton? Ja, ich hab noch Beton. Könntest du ja zwei bauen. Nicht ganz so.
Eine reicht. Oh, das ist zu hoch. Oh Gott, wenn ich das noch ein paar Mal mache, bin ich aber hier ganz schnell Kapeister. Ich müsste da hoch, aber komme ich nicht, weil die Bänder mich wahrscheinlich nicht lassen. Da reiße ich mir die Bänder. Haha! Du Shit, du. Du hast Glück, dass ich dich kenne, sonst wirklich nicht lang. So, guck mal. Hier könnte ich uns noch eine Plattform hinbauen. Ja, warte mal, eine Plattform können wir doch hier unten noch, oder? Nee, da ist kein Platz. Da ist Platz, ist in der kleinsten Hülle. Schon mal was vom Voodoo gehört? Oder hier, guck mal, wenn wir hier hin machen und machen dann nochmal so einen Turm nach oben. Ja, hier. Klar, geht auch. Ja, dann halt so. Ist der bei Produktion? Produktion ist die Raffinerie, ja. Ja. Wo setzt du jetzt hin? Ja, ich guck nur was. Da ist die Plattform drüber, es geht wieder nicht. Ich muss hier schon hoch. Ach so. Andersrum, also mit dem Grünen nach zum Ölband hin. Anders. Grün zum Ölband? Nee, ist richtig, das ist richtig, ja. Ja, lass setzen so. So, ne? Nee. Mit dem Grünen da hinten, genau, ja. Hier, ich mach noch ein bisschen die Plattform erweitert gerade mal noch. Ja, dann splitte ich hier schon mal die Dings auf. Gut. Da ziehen wir so durch, würde ich sagen. Moment. Kann ich da rüber? Ich mache uns ein Türmchen nach oben, oder? Ja. Oh Gott. Das wird von Eisenstangen nicht lang. Was wird von den Eisenstangen nicht lang? Long lang. Aber jetzt, also ehrlich mal jetzt, ne? Musst du auch mal was herstellen jetzt. Kann ja nicht sein. Diesmal deine Eisenstangen scheiße. Ich kann natürlich cheaten. Wie ihr habt. Nein, ich meine, ich baue einfach, ich ziehe jetzt das Förderband, dann baue ich die Gerüste da ab. Was auch immer du tust. Die Zuschauer werden nicht hassen. Ja, finde ich gut. Hasset. So, ich komme von da rüber. Einen nach oben, einen irgendwo anders hin. Ja. Ja, ich müsste jetzt Material besorgen, damit ich dieses Konstrukt hier höher bauen kann. Hört sich nur komisch an, ruhig bleiben. Eisenstangen brauche ich. Oder kannst du noch welche setzen? Nein, du musst Eisenstangen holen. Das setzt mir auch unter Druck. Ich weiß ja nicht mal, wo die gebaut werden. Ja, das ist auch typisch. Typisch. Dass ich keinen Plan habe, wo was hier hergestellt wird. Einer nach oben. Oh, geht das ja. Perfekt. So, dann haben wir das. Ah, Fleisch schon mal. Es ist schon wieder zu Ende. Hör mal auf. Wollen wir das noch fertig machen? Nee. Ja. Ich brauche einen kleinen Cliffhanger. Ich meine, irgendwas Interessantes müssen wir ja machen. Was ist das für ein Cliffhanger? Ja, dann. Ach komm. Lass doch mal auch. Mal 5 gerade sein. Gibt ja fast täglich Folgen. 25 Minuten Folgen sind schon sehr lang. Komm, lass doch mal 5 gerade sein jetzt. Ja, okay, eine Pussy hier. Du merkst gerade, das ist ja unangenehm, gell? Das Wort. Ja, ich merke das schon. Das Wort? Ich merke das. Was merkst du denn? Ich glaube, du merkst nicht mehr viel. Manchmal mal ein Gedanke. Wir können es recht haben. Was ist los? Das geht ja alles ja nicht, was ich hier vorhabe. Mann, das ist doch scheiße. Lass mich hier weg. Scheiße, du. Das ist ziemlich hart.
du so loslässt. Das ist ziemlich hart. Jetzt hör doch mal auf. Ich kann mir auf diese Kunststoff-Scheiß-Idee. Sortieren. Wollt's nicht ausmachen. Alles nehmen. Ich will jetzt zumindest nach oben noch den Anschluss schaffen, dann haben wir nämlich den Stromgeschichte. Du hast doch den Anschluss lange schon verpasst. Boah, ich bin jetzt hart müde gerade. Ja? Es wird nicht besser, ja. Dann kommt der Mann mit dem Hügel. Ja, das ist nicht gut. Dann heißt es auch abschalten. Hm? Ich will das jetzt noch fertig machen, sonst kann ich doch nicht ruhig schlafen. Nicht weniger. Stehe ich wieder auf und. Den Monk. Sortieren. Guck mal, langt das jetzt bis da hoch? Bestimmt. Alles nehmen. Kannst du das mal checken? Ich bin jetzt hier noch unten. Ich habe gleich das fertig, was ich wollte. Und dann liegt es sofort bei dir. Also entweder sterbe ich jetzt zum Ende der Folge oder ich komme da oben sicher an. Das werden wir jetzt sehen. Was wäre mir lieber? Nicht gefragt, ne? Nein, ich bin tot. Nein, oh, hat gelangt. Es hat nur kurz geknackt. Also ich habe jetzt noch 1,5 Herzen. Ich sehe es nicht. So. Ich habe eine Position hergestellt. Ich sehe es halt nicht, das ist mein Problem. Los. Machst du Sachen? Ja, Wolsen. So. Jetzt komme ich hier Lovi hoch. Achso, ich komme hier nicht drauf. Ich könnte aber einen Fusionator setzen. Dann werden aber nur die letzten beiden befeuert, ne? Das wäre doch okay. Wir könnten ja auch den Weg trennen. Kann man machen. Genau, dann wird nämlich nur auf 2. Haben wir einen für 2. Für 2, für einen. Einer für alle. Einer für einen. Da 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 da. Ach, der ist ja schon einschlossen. Der müsste unten mal produzieren. Der produziert nicht, weil er keinen Strom hat. Weil ich habe nur angeschlossen gehabt. Ja, an einen Pfeiler denn. Oh, jetzt. Jetzt läuft was, oder? Nee, ist er immer noch rot. Weil er wahrscheinlich nicht eingestellt ist, dass er. Yes. Warte. Ja. Genau. Doch, macht er. Doch. Ja, jetzt. Du hast es schon bedient von oben. Ich habe gerade eingestellt, ja. Ja, sieht merkwürdig aus, aber ja. Wieso? Nö, alles gut. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Eine fast halbstündige Folge, in der wir uns mit Strom und lustigen Dingen beschäftigt haben. Neigt sich dem Ende. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Satisfactory wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.